Hallo und herzlich willkommen zu unserem Aion Tagebuch. Ich begrüße meinen Mitspieler Skycrush LP. Hallo. Ja, wir haben dieses Spiel entdeckt und, oder er hat das Spiel entdeckt und ja, wir haben gedacht, das nehmen wir gleich mal hier auf. Wir beide haben unsere neuen PCs und ja, ich habe mir noch überhaupt nichts davon durchgelesen. Er hat es mir einfach gegeben und jetzt habe ich mir einen Account erstellt und ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Sieht doch mal fett aus. Ich weiß nicht, wie macht man das? Machst du dir einen weiblichen und ich mir männlichen oder umgedreht oder machen wir beide männlich? Ich mach männlich. Ja, weil er macht ohne weibliche Kriegerin. Du machst Magier, ja. Ja, ich mach Magier. Mann, die Freundin sieht so aus. Ah, natürlich. Der ist ein bisschen umgekehrt. Er zieht sich ein bisschen. Ja, ich bin nicht so der Magie-Fall. Wir sind im Überlegen geschult und geschickt im Nah- und Fernkampf. Ja, stell schon mal einen Charakter. Sind komplex, sodass sie eine Menge Übungen von. Okay, ich denke mal, das ist nicht für Anfänger. Ich mache nur einen. Du hast männlich. Naja, mache ich jetzt weiblich. Ich werde nicht jeden weiblichen Charakter. Sicherlich gibt es auch sowas wie Beziehungen, dann kann doch heiraten oder sowas, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Pro in dem Spiel. Ja, muss es ja auch nicht sein. Ja, okay, dann. Mann, ich kann kein großes Thema. Das muss sein. Dann mach ich wieder. Ich bin schon mal wieder drin, war. Wie alt? Was hast du hier bei Gesicht ausgewählt? Ach so, ja, das ist unterschiedlich. Ja. Hätte ich mir auch vorstellen können. Mir sieht mein Gesicht gerade total komisch aus. So, jetzt bin ich geladen. Die sind alle irgendwie so makellos. Naja, sind die überall Pickel haben oder was? Nein, die hatte Sommersprossen. Ja, ja. Ist doch sexy. Sieht aus wie Puppe. Ja. Nee, ich will gerne. Was wieder vor dir? Zeug hoch. Nee, ich will eigentlich gerne lange Haare oder Zopf. Warte, das hier. Das ist ja ansprechend aus. Warte mal weiter. Gibt ja genug zur Auswahl, ja. Das sieht komisch aus. Ja, irgendwie nicht so Kriegerin. Das sieht Manga aus. Ja. Nee, jetzt kommen diese komischen. Das ist übertrieben. Nee. Das sieht gut aus. Ja, kann ich die drehen, ja. Ja, das passt mir. Statur. Das hab ich komplett übersprungen fast. Winzig. Na, ich müsste es wissen, weil. Ich auch Standard. Okay, weil. Ich möchte dann gerne so. Ich muss dann ein bisschen. Ich mach mal auf Standard und mach mich ein bisschen kleiner, damit ich zu dir passe. Kopfgröße. Sind mir die richtige Kopfgröße hin. Stellst du vor mit als dumm da, ja. Mach ich da ja nicht. Ich mach auf Standard, ich mach das so standardmäßig alles. Nimm mir vielleicht Schulterbreite. Das ist die Halsding, jetzt ist die Schulterbreite. Okay, das sieht nämlich so sehr komisch aus. Ja, okay, dann ist Schulter. Du bist bei der Kreuz hier oder was? Ja, sollte sein, ich bin eine Kriegerin. Ich bin eine Kriegerin, super. Ja, aber. Voll gruselig machen sieht man natürlich überhaupt nicht. Ja, okay, doch, der Unterschied ist schon erkennbar. Nee, das so. Ja, würde ich sagen. Nee, ich muss gerade nicht so groß sein. Das ist ja. Alles komisch aus jetzt. Mann, der Typ nervt mich mit seinem Scheiß. Ja, du bist ja schon drin. Ja, weil der seine scheiß Keule hat. Mich nervt von dieser Umhang, der wedelt die ganze Zeit rum.
mal eine Traumfrau. Oh, ist das riesig. Das ist richtig schön. Kommst du, wirst du jetzt noch fertig? Sie haben was ganz knappig. Knappig. Ist auch die Outfits habe ich mir noch nie angeguckt. Ach Mann, Alex, du bringst mit einem Launisch. Ja. Beide so knapp. Ist schon sexy. Also das hier mag ich nicht so, obwohl das erst zu einer Kriegerin passen würde. Entweder das oder das, Alex. Mach's erste, Mensch. Nee, mach's erste fertig. Okay. Wo gehen wir also heute jagen? Boah, das ist ja toll. Jetzt super. Gugaro ist mir ja, so scheiße. Ich kann jetzt nicht Gugaro nennen. Sky Crash, na super, das ist ja viel. Machst du True Love? True Love, ja. Ja, True Love. Ey, der Name ist cool. Ich will True Love nennen. Natürlich. Jetzt fällt ja kein Name ein. Super. Ja, True Love. Super, den Namen gibt's ja auch noch nicht, ne? Nee, nicht mal True Love. Ich will mich nicht True Love nennen. Hallo. Oh, Mano. Glück. So, Leute, ihr müsst jetzt abstimmen. Nein. Schreibt eure Vorschläge in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch. Favorisiert es auf Facebook. Macht. Favorisiert es auf Facebook? Ja. Auch geil. Mann, ist doch egal. Also. Ich gebe mir mal einen coolen Namen. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen. China. Ja, Leute, ich mal gucken. Nee, nicht China. Ich überlege mal. So, wir haben jetzt einen Namen gefunden. Kiwi, ich weiß jetzt nicht, ist auch nicht so der epic Name. Ey, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da alles ist. Jetzt darfst du da einen Pin einstellen, ja. Oh, schön, schön Pin einstellen. Ja, Mann, bis gleich. So, jetzt geht's weiter. Ich bin angepisst, weil ich den Pin dreimal eingeben musste. Oh, ja, ganz ruhig, so. Ein Trailer. Hier im Abel tobt ein endloser Krieg. Und es ist auch euer Krieg. Vor euch! Vorsicht, hinter euch! Wir sind umzingelt, meint ihr? Allerdings. Ihr kämpftet für Elysea, für Aion und die empyreanischen Gebieter. Sie kommen! Gegen die Asmodia aus den finsteren Regionen jenseits des Abyss. Und stets wart ihr euch einer noch größeren Bedrohung bewusst. Für das Licht! Durch die kaltblütigen Balaur und ihre erbarmungslosen Diener, die Drachen. Deva, zu mir! Für Elysea! Einst beherrschten sie eure Welt. Und was sie nicht beherrschen können, das zerstören sie. Ja, klar. Es war nicht immer so. Aion schuf eine Welt. Und vor der großen Katastrophe lebten und kämpften alle Menschen vereint. Gegen die Tyrannei der Balaur. Aber seit dem Tag, an dem die verhassten Asmodier die Elios-Legion, die sich in ihre dämmerige Welt verirrt hatte, überfielen und niedermetzelten, ist der Abyss Schauplatz endloser Kämpfe zwischen den Mächten des Lichts und denen der Finsternis. Dies war euer Kampf, als ihr noch eure Vergangenheit kanntet und euer Schicksal. Da bist du, auf Frau ist die Freundesliste. Wacht auf. Was denn jetzt? Oh, jetzt ihr müsst jetzt aufwachen. Ja, es ist nur der Anfang, du wachst gleich auf irgendwo und dann hast es. Ich weck dich auf. Was ich jetzt machen? Nein, hör auf. Jetzt guckst du. Oh mein Gott, da steht. Genau dasselbe. Oh, fett. Ich bin natürlich Gildenleader, du musst jetzt glaube ich zu dem hier, oder? Ja, warte, ich muss erstmal was einstellen.
Ihr müsst mal feste FPS rausmachen. Ich weiß auch nicht, was überhaupt das dann passiert, aber... Okay, ja, also sieht schon mal ganz gut aus. Wieder die Augen geschlossen. Ach, jetzt machst du die... Ey, ist ja cool. So, jetzt gehst du zu diesem Elpass hier, bitte. Gründet eine Gruppe und erlebt Ion mit euren Freunden. Was machen die denn da? Na, ich kann tanzen irgendwie, aber ich weiß nicht wie. Rechtsklick auf den Charakter, der eingeladen werden soll und wählt... Ja, ja, schön. Euer Bildschirm zeigt allgemeine Informationen. Ja, das ist immer das Tutorial, was ich gehört habe. Und das Fenster Zielinformationen an. Ist aber schön, dass sie Sprachtool jetzt haben. Außerdem seht ihr ja, das Menü, aber das sind einige Sachen. Die Aktionsleiste, den Kompass und das Chatfenster. Ja, wir müssen das ja, okay. Das ist jetzt drückt nur noch so die Leertaste, um zu springen. Ja, okay, das ist jetzt unnötig. Doppelklickt auf einen NSC, um das Chatfenster zu öffnen. Ah, das weiß ich auch. Okay, erstmal rum. Funktioniert aber nicht so wirklich. Oh, endlich. Oh, ich bin ja eingeengt. Wir sitzen ja nämlich nebeneinander und ja, skypen. Das ist relativ... Warte, ey, das ist super. Meine Größe ist gut gewählt, oder? Ja, und können wir jetzt... Ja, wenn wir... Warte, kann man sich irgendwie küssen? Warte, hast du jetzt ihn gefragt? Nee, noch nicht. Warte. Guten Tag. Guten Tag, Stufe 1, neue Quest. Ah, ich lese das jetzt aber mal nicht vor, nee. Ich hatte einen seltsamen Traum. Ich lese das mal nicht annehmen. Vor. Bin schon unterwegs. Okay, los geht's. Warte mal. Zu Meeres. Ich schalte mal kurz hier durch. Menü, Profil. Na, ich mach schon mal war. Ich muss hier mal durchgucken, ja, ich laufe mit. Die da Lima. Ist Meeres. Okay, das sehen wir bestimmt noch, was hier noch alles kommt. Und wie gesagt, ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Oh, wie schön. Ja, es erinnert alles ein bisschen so an WoW, 4 Story, wer es kennt. Mann, bläst dein Rechner, warum los raus? Rückkehr, Verbandteilung, wieder Schlag, passiv. Ach hier. Emotions. Steht hier irgendwas von erröten. Ja, genau. Ist ja was peinlich, meine. Hey, wie kommst du auf Emotions? Musst du unter Fähigkeiten dann Emotes. Ah. Ich lehne dich mal ab, boah. Ich gebe dir einen Heiratsantrag. Ich tanze so sexy, oder? Leute, ich will mit dir tanzen. Sieht so fett aus. Ey, das passt jetzt gerade überhaupt nicht rein. Wir sollten mal erst spielen, war aber da wo tanzen. Ja, ich hab die Quest schon angenommen. Richtig sexy. Kannst du bitte. Das ist so ein fetter Tanz. Echt geil. Okay. Das ist wie Jork. Ja. Na, ich fang schon mal an, boah. Ja. Ich weiß gar nicht, was der Auftrag ist. Ich hab einfach nur durchgewascht. Im Dienst. Was gibt's zu tun? Einfach Belohnung, blablabla, Quest, Schlafen, nein, was kann ich tun? Annehmen. Wird gemacht. Lebt wohl. Okay, Quest mal suchen. Also ich, ach, da oben. Kerubim-Jagd. Drei Stück. Weißt du, was ein Kerubim ist? Es tut mir leid. Kerubim? Vielleicht sind das diese Kerubdinger hier. Ich greife mal eins an. Warte mal, was habe ich noch? Ah, bist du. Normale Angriff, okay. Ach, okay, ich kann nicht beim Kampf drehen, das ist voll gut. Was ist denn du? Bist du wieder weg hier, du? Ja, das sind diese Viecher hier. Wie kann ich... Das Tanzenmeter muss ich da rein. Da. Wie kann ich das Vieh ausnehmen? Indem du einfach draufklickst. Nee, geht nicht. Das ist das Tutorial nicht angeguckt. Ihr könnt ein Ziel angreifen, indem ihr einen Doppelklick darauf ausführt. Bam. Das ist One Hit, ey. One Hit. Das geht bei mir nicht so. Beute. Klickt auf ein besiegtes Ziel, um seine Gegenstände. Achso, okay, dann hat das Vieh keine Beute. Streifen, Karo. Warte mal, was habe ich denn hier? Wilder Schlag. Level up. Ja? Ja. Ausholen aktivieren. Ich glaube, wir haben die Quest abgeschlossen. Ja, ja, haben wir. Wir sind ja auch in der Gruppe, deswegen wir erledigen ja. Waffe wechseln, Rückkehr, okay. Nee, ich muss mich hier mal ein bisschen mit beschäftigen, weil ich muss ja hier unseren Zuschauern noch mal ein bisschen was zeigen hier. Ja, also...